Herzlich willkommen, liebe Zuschauer an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Lars Kuppel und ich heiße Sie herzlich willkommen über meine 200-minütige Vorstellung zur Skala auf der JWM. Wir werden heute viel über Class-Files lernen. Nein. Hallo, ich möchte heute über generisches Programmieren in Scala erzählen. Und generisches Programmieren in Scala ist quasi synonym mit Shapeless. Shapeless ist so die Bibliothek, die gibt es seit, stand hier 2011, genau. Und die ist entstanden von diesem Mann, Miles Seven. Und das fing so an, dass also zu den, ich weiß nicht, ob es zum Scala Exchange oder zum Scala Days war, dass irgendjemand von den Organisatoren zu Miles gegangen ist und gesagt, ja hier, du kennst doch in Haskell dieses Scrap Your Boilerplate. Hat schon mal von Scrap Your Boilerplate gehört? Ja. Also im Prinzip das, was der Name schon sagt, man will halt irgendwie versuchen, nicht mehr so viel Boilerplate zu schreiben, weil in Haskell kann man ja viele Abstraktionen machen. Und die Idee ist jetzt, dass man also nicht nur irgendwie einfach über Typen abstrahiert, sondern direkt Datentyp generisch arbeitet. Das heißt, man hat jetzt irgendwie einen beliebigen Datentyp und da kommt jetzt irgendwo ein Int drin vor und jetzt will ich diesen Int halt irgendwie inkrementieren und jetzt will ich so eine Inkrementfunktion schreiben, die halt für alle möglichen Datentypen funktioniert, wo ein Int drin vorkommt. Das ist jetzt mal sehr stark vereinfacht, aber so, das ist die Idee. Und dann hieß es, ja, Miles, wie sieht's aus, Vortrag, und dann sagte er, ja, ich könnte ja mal irgendwie so Scrap Your Boilerplate machen in Scala. Und dann hat er halt gesagt, ja, mach den Vortrag und wusste aber eigentlich gar nicht, ob das so wirklich funktionieren wird. Und dann hat das aber funktioniert und seitdem ist dieses Projekt irgendwie aus dem Fugen geraten, das ist komplett eskaliert. Das ist so das Schweizer Offiziersmesser, wenn man irgendwas abstrahieren will in Scala. Was übrigens ganz interessant ist, weil das aber, also dieses Projekt ist so dasjenige, was so den Scala-Compiler vom Typsystem her so an die Grenzen bringt. Und es macht also extrem viele Typen und kompiliert aber auch zu JavaScript. Also es gibt auch so ein JavaScript-Backend, weil man dann irgendwie das falls man irgendwas in JavaScript machen will, auch man gleichzeitig schöne Typen haben will. Macht es dann noch eine Runtime in JavaScript oder ist das halt ein allgemeines, also es gibt halt Scala.js als Backend und da ist irgendwie noch so ein bisschen Zeug mit dabei, aber im Prinzip funktioniert es für alle möglichen Bibliotheken. Und bei Shape ist es besonders lustig, weil das so die meisten Typen in Scala, also die am getyptesten, die getypteste Bibliothek in Scala ist, weiß ich nicht. Okay. Ich habe hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Im Prinzip machen wir jetzt so ein bisschen Shapeless by Example. Die Implementierungsdetails, die dahinter stecken, die sind eigentlich ganz interessant. Da gibt es auch einen Haufen Ressourcen dazu. Das heißt, die würde ich jetzt erstmal weglassen, die kann sich dann jeder nochmal selber anschauen. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige jetzt auch so ein bisschen mal die Idee hinter dem generischen Programmieren für die Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Wofür braucht man das und was habe ich eigentlich gekonnt, wenn ich jetzt irgendwie solche Späße mache, wie Datentypen abstrahieren. Und das erste Beispiel, was immer direkt kommt, sind sogenannte Agelists. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal damit an. Agelists sind im Prinzip wie normale Listen. Nur, dass jedes Element einen eigenen Typ haben darf. Und im Unterschied zu, jetzt kann man sagen, ja gut, kann ich halt Python nehmen, ne? Aber der Unterschied ist halt, dass die Typen überall zur Verfügung stehen. Also ich habe halt jederzeit, kann ich halt getypt auf das dritte Element zugreifen, weil es ist halt jetzt ein Int und nicht irgendwie ein Block. So, für die Port-Zeremonie. Genau. Jetzt können wir erstmal hier eine Agelist definieren. Und dieser Doppelpunkt wird einfach als Cons-Operator benutzt. Jetzt ist es in Scala so, dass ich den auch irgendwo laden kann, das heißt, dieser gleiche Operator funktioniert auch für normale Listen. Das ist einfach nur daran, der Unterschied ist, besteht nur darin, was ich als letztes Element hinschreibe. Ich mache jetzt also mal hier so ein Ding, also hier verschiedene Dinge reinpacken. Jetzt termine ich das Ganze mit hnill, was also für die heterogene leere Liste steht, also im Prinzip eine Liste, die nichts enthält. Und jetzt lasse ich mir das mal kompilieren. Und dann kommt hier so ein Typ raus, man sieht schon, dass also hier hat man die Werte, also hier eine Zahl, eine String, eine Liste, und hier sind die Typen, oder hier ist der Typ, und man sieht schon, dass das beides, also dass das beides eine Entsprechung hat. Also man hat, also hier das erste Element ist ein Int, und deswegen steht dieser Int hier im Typ drin. Das heißt also, ich kann jederzeit getypt auf diese Elemente drauf zugreifen. Und was ich aber auch machen kann, ist, ich kann auch mit dieser Liste ganz normal hantieren, wie mit allen möglichen anderen Listen auch. Das heißt, ich kann insbesondere auch eine Map-Operation draufschreiben. Also ich kann diese Liste mappen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was soll ich denn jetzt hier mappen? Das sind irgendwie fünf verschiedene Sachen. Und dafür hat Shapeless ein Konzept, was sich polymorphe Funktion nennt. Und das kann ich jetzt auch gleich mal zeigen. Das ist, wenn man das sieht, ist es
sollte es eigentlich relativ klar sein, was hier passiert. Intern ist dann natürlich relativ viel Magie dahinter, um das in Scala einigermaßen schön zu machen. Und zwar kann ich hier sagen, also ich habe einen Default Case. Wenn ich also nicht weiß, was ich mit diesem Ding machen soll, dann mappe ich das einfach auf 1. Sagen wir also, das hat also eine Standardgröße von 1. Also dieses Ding soll jetzt irgendwie so eine Size-Funktion darstellen. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt allerdings einen String habe, String, dann sage ich, okay, wenn ich also einen String bekomme, dann gebe ich die Länge von diesem String zurück. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, naja, wenn ich jetzt eine Liste bekomme, für irgendeinen beliebigen Typ T, ich also sagen, Liste T, und von der Liste lasse ich mir bitte auch bitte die Länge geben. Und das sieht hier schon so ein bisschen aus wie so ein Pattern-Matching. Ja? Also ich definiere halt jetzt nicht ein Pattern-Matching auf Wertebene, sondern ich sage, wenn ich also jetzt einen String habe, mache ich hier, mache ich das, wenn ich eine Liste und hier habe, mache ich das, wenn ich was anderes habe, mache ich das. Und der Unterschied ist aber hier, dass die Fälle jetzt nicht irgendwie durchrutschen. Also es ist nicht so, dass dieser Fall präferiert wird. Das hat bestimmte Regeln, wie das im Scala-Compiler funktioniert, aber die Faustregel ist so, das Spezifischste gewinnt. Das heißt, wenn ich jetzt einen String habe, wird das genommen, wenn ich eine Liste von Float habe, wird das genommen und wenn ich einen Int habe, wird halt das genommen. Wie viele Minuten erhöht jede Zeile die Compile-Zeit? Also, das Höchste, was ich mal gesehen habe, war irgendwie automatisch generierter Code, wo dann der Scala-Compiler mehrere Minuten dran rumgeschrubbt hat, aber dank Servant kann man das in Haskell jetzt auch haben, diese Experience. Ja, aber wenn dann so Haskell sich bestimmt, oh, meine Source-Datei braucht 5 Minuten zu dann sagt die Scala, ja. Also, hab ich schon länger gehabt. Was ist, wenn ich jetzt case my data type habe, ist ja eine Funktion da, oder? Nee, man definiert das gerade, okay. Genau, und du kannst auch durchaus deine eigenen Daten. Ach, das Add ist quasi die Funktion, die man das hat. Das Add ist so eine Art First-Class-Pattern-Match. Also ich sage jetzt, ich gebe jetzt hier eine Funktion an, die dieses Pattern für mich handelt. Fällt übrigens auch darauf, dass der Underscore als Placeholder sehr erinnert an Dollar Underscore von Perl. Ja. Also ich kann das auch explizit schreiben irgendwie so. Ja. Das ist ja langweilig. Also der Witz ist, dass halt, wenn man so eine Notation hat, wenn man jetzt nicht irgendwie mehrere Underscores hat, ist es eigentlich relativ offensichtlich, was jetzt hier gemeint ist. Also ich rufe halt die Länge, das Length Methode auf diesem Objekt. Die ist ziemlich geil, die mit Notation, muss man zugeben. Die macht echt Spaß. Kann ich das auf meinen Pfad 32 kompilieren, wo keine Glasdatei länger als 255 Zeichen sein darf? Ich sag erstmal, ja. Hat auch Spaß gemacht. Du kannst dich jetzt aber noch hier größer spielen. Hier ist es eindeutig aus einer Alleinkrieg. Leute, das ist mehr so kontextabhängig. Und jetzt kann ich eben auch ganz normal die Map-Funktion. Noch größer abgeschaut. Noch größer. Das ist schon größer. Passt doch. Nee. Also, jetzt kann ich natürlich auch ganz normal die Web-Funktion hier aufrufen. Es kann eben hier das Objekt übergeben. Also statt der normalen Funktion gebe ich halt hier so eine polymorphe Funktion an. Und jetzt sieht man eben, was jetzt hier rauskommt. Ich kriege wieder eine heterogene Liste raus, nur mit dem Unterschied, dass ich eben jetzt jedes Element, jeder Elementtyp ist jetzt irgendwie der gleiche. Aber ich weiß immerhin im Typ, dass es genau drei Elemente sind in dieser Liste. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, Size is to list. Jetzt kann ich mir eine ganz gewöhnliche Liste davon zurückgeben lassen und mit der kann ich jetzt genauso arbeiten, wie ich mit Scala-Listen normalerweise auch arbeiten würde. Und alle möglichen anderen Operationen sind auch definiert. Also ich kann zum Beispiel sagen, my first ist der Cons-Operator, der Doppelpunkt. Bitte? Aber der Doppelpunkt-Operator. Genau, sowohl ja, also der Wertebene als auch der Zipping. Ja, kann also auch Zipping machen damit und fliegt jetzt also fliegt jetzt so eine gezippte H-List aus. Was macht denn das für eine Size-Punkt-Liste? Ist das definiert oder? Bitte was? Ein Size-Punkt-Liste, so als ja gerade. Dieses Ding? Nee, was meinst du? Ach, my first H-List. Das geht auch. Und was dann halt rauskommt, ist der kleinste gemeinsame Subtyp. Das wäre dann eine List von any was. In Java spricht eine List von Object wäre. Ist halt jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich, aber es versucht das halt zu unifizieren dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Genau. Man kann jetzt auch noch Index Access machen damit. Aber trotzdem Compile-Zeit steht jetzt fest. Genau, also der Typ wird alles komplett zur Compile-Zeit festgelegt. Genau. Das sollte man dann dieses Toolist vermeiden, in dem Fall, weil in diesem Fall dann, wenn du dieses Toolist machst, dann wirst du sofort ein Sicherheit. Genau, also du verlierst Informationen. Was du aber manchmal machen willst, wenn du irgendwie, du hast jetzt irgendeine Funktion, die, keine Ahnung, zum Beispiel Formdaten validiert,
dann hast du irgendwie so ein Formular und da kommen dann irgendwie verschiedene getypte Daten rein, dann machst du dann die Validierung einmal und dann willst du zum Beispiel in eine Datenbank reinschieben. Und die meisten Datenbank-Frameworks nehmen nicht irgendwie so heterogene Listen, und die nehmen einfach nur Listen von irgendwie, also gerade wenn du mit JDBC arbeitest, dann nimmst du meistens eine Liste von String oder sowas. Das heißt, du mappst die dann einmal alle nach toString und schiebst sie dann in dieses Ding rein. Ja. Das heißt, also, ja. Also du würdest dann einen Map machen und nicht einen ToList. Du würdest erst Map und dann ToList. Ja, okay. Genau. Ja. Wenn du die Schlüsselfiles feststellen, die Listen dann grafisch noch mal sehr gut ersetzen, dann im Prinzip kann ich das auch diese Listen jetzt hier also als entsprechende N-Tupel auffassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Ding hier, könnte ich auch genauso gut als Tupel ausdrücken. Ich bin dann sagen, mein first tuple. Und habe hier ein String. So. Das wäre im Prinzip der gleiche Effekt. Der Unterschied ist nur, die Tupel sind in die Sprache eingebaut. Ich habe nur Tupel bis bestimmte Arität. Da machen sich immer viele in Scala lustig drüber, dass es nur bis Tuple 22 geht, aber im GHC geht es auch nur bis Tuple 64 oder so. Also irgendwie, irgendwann hört es dann auch auf. Und der Unterschied ist auch, dass diese Tuples in der Standardbibliothek quasi keine Infrastruktur haben. Also man kann nicht irgendwie zum Beispiel Sachen konkatenieren. Ich kann zum Beispiel hergehen und kann diese Listen auch konkatenieren. Also wie gesagt, ich kann alle möglichen Operationen damit machen. Und ich kann eben Zippen damit machen, das kann ich auf Tupel nicht unbedingt. Und jetzt könnte ich natürlich hergehen und könnte in der Standardbibliothek eine Funktion für alle möglichen Tupel hinterlegen. Aber dann habe ich nicht drüber abstrahiert. Und bei diesen H-Listen ist halt so, ich kann beliebige Arität haben, ja. Und ich kann dann beliebige Algorithmen draufschreiben, die relativ uniform hingeschrieben werden können. Also ich muss nicht ständig Code copy-pasten. Shapeless bietet aber auch Funktionen an, um zwischen Tupeln und H-Listen hin und her zu konvertieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, my first H-List, ich glaube to tuple heißt es, oder? Oder tuple? Genau, also man kann da auch hin und her, und dieses Ding kann man dann, glaube ich, auch. Ja, Tupel will man eigentlich nicht haben, in keiner Sprache. Okay, also ja, es gibt jedenfalls noch Diverse-Operationen, da fehlt, glaube ich, schon. Man will halt gute Tupel haben, oder? Oder abhängige Typisierung. Naja, gute Tupel sind im Endeffekt. Genau, also eigentlich möchte man abhängige Typisierung haben, dann hat aber man auch nur Paare. Und aus Paaren kannst du dir dann diese H-Listen zusammen machen. Also du brauchst im Prinzip nur Paare, Unit und möglichst irgendwie einen Summentyp. Und daraus kannst du dir im Prinzip alles Mögliche basteln. Idris? Idris hat, glaube ich, auch Tupel. Und es gibt auch Sprachen, die haben tatsächlich keine Tupel. Also zum Beispiel, es ist OCaml, glaube ich, von den Mainstream-Sprachen, die haben keine Tupel. Wenn du da Tupel hinschreibst, dann werden. Eine von den ML-Dialekten hat keine Tupel. Ich würde sagen schon. Du meinst jetzt mit, es hat keine Tupel, das ist dann geschachtelte Paare. Genau, es wird dann zu machen. Sieh das, ich glaube. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ja, machen wir das ja genauso. Naja, aber wohl ist jetzt nicht unbedingt die Mainstream-Sprache. Genauso wenig wie Idris jetzt so die Mainstream-Sprache. Achso. Ja, aber das ist eine interessante Frage, also brauche ich, wie viel Typsystem brauche ich denn dafür? Moment, ich will nur kurz gucken, ob es in OCaml tatsächlich Tupel gibt. Aber sieht so aus, ja. Das ist halt manchmal mit den Klammern so eigenartig. Okay, dann muss ich das zurücknehmen. Dann hat OCaml das aber doch nicht. Also ML hat die Compiler eingebaut. Es ist also keine Schalte mit 64. Jedenfalls, long story short, die Idee bei diesen H-Lists ist, dass ich halt irgendwie beliebige bestimmte Daten zur Compile-Zeit irgendwie zusammenfassen kann, kann dann irgendwie ganz normale Listenoperationen drauf anwenden, und das ist alles ganz toll. Kannst du auch rekursiv machen? Inwiefern rekursiv? So eine unendliche Liste, die immer wieder sich wiederholt, sich selbst wieder hin. Ich denke, das ist nicht in Shapeless drin, aber Shapeless gibt die Tools, um was implementieren zu können. Aber kannst du einen unendlich langen Typ haben? Genau. Das kommt jetzt drauf an, also ich meine, was du auf jeden Fall machen kannst, ist ein Typ, der irgendwie so aussieht, dass du anfängst mit dem Typ X und dann einmal den Typkonstruktor X drauf anwendest und dann nochmal. Das kannst du auf jeden Fall machen. Da gibt es eine Unfold-Typ-Klasse in Shapeless. Ich bin mir relativ sicher, dass die niemand benutzt. ich weiß, dass ich das auch mal schon mal gebaut habe, aber du kriegst dann halt wirklich abstruse Probleme rein, wenn du dann irgendwie so viel Prepend implementieren willst oder irgendwie Prepend von einer H-List dann darin implementieren willst, weil dann musst du ganz komische Fallunterscheidungen auf Typebene machen, und das ist
Das ist nicht ganz so einfach. Und intern geht dann der ganze Compiler so auf so ein Trampolin und springt dann von Trampolin zu Trampolin. Nee, der Scala-Compiler, der crasht einfach. Okay, soviel zum Thema, also nicht ganz zum Thema H-List. Jetzt gibt es in Scala ja auch die Möglichkeit, so Haskell, wie aus Haskell bekannte Datentypen zu definieren. Also nochmal da kurz zu erinnern, in Haskell definiere ich einen Datentyp so, ich sage zum Beispiel Data, my little data. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich habe ein Int, den nenne ich X, und habe ich ein String, den nenne ich Y, und habe ich ein Float, den nenne ich Z. Das wäre jetzt Haskell-Syntax. Und das Ganze kann ich in Scala auch machen. Und das nennt sich dann eine sogenannte Case-Class. Die Idee, warum das Case heißt, ist, weil ich eine Pattern-Matching verwenden kann. Also ich kann irgendwie so in einem Case-Statement dann darauf getraut matchen. Ansonsten ist das intern im Prinzip nur ein bisschen Syntax-Zucker über normale Klassen, die, also normale Java-Klassen, die dann noch irgendwelche Zeug oben drauf machen. Genau. Genau. Und noch andere Sachen. Equals ist auch wichtig. Die Hash-Funktion. So. Okay, jetzt kann ich also so ein Wert, also ein Objekt von diesem Typ anlegen. Wunderschön. Und jetzt ist der Witz, dass ich zwischen dieser Repräsentation und H-List nahtlos hin und her konvertieren kann. Weil man natürlich jetzt beobachten kann, naja, irgendwie ist das ja auch bloß ein Tupel. Also es ist ja im Prinzip auch nur drei Elemente, die jeweils einen verschiedenen Typ haben. Jetzt kann ich hier was implementieren. Dann sage ich einfach my value. Okay. Und warum ist das jetzt praktisch? Ja, man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn man irgendwie mit zwei verschiedenen Bibliotheken arbeitet, die irgendwelche Datentypen definieren, dann muss ich nicht erst irgendwie mühsam irgendwelche von Hand irgendwelche Konvertierungsfunktionen anbieten, sondern ich kann einfach mit den H-Listen arbeiten als Intermediate-Repräsentation. Was einem doch einiges an Boilerplate einspart. Hast du auch From-H-List? Sicherlich, ja. Schauen. Ich kann mir bei Shapeless immer die ganzen Fronts nicht merken, deswegen habe ich mir einige hier aufgeschrieben. Kann man mal schauen. Also ich nehme jetzt in meine Version. Das ist doch generic von ja, richtig. Oder meine Plate. Stimmt, ja. Gut, können wir gleich machen. Und jetzt kann ich sagen, gen from x. Genau. Dieses Generic ist eine Typklasse, Generic ist eine Typklasse, und was sagt die aus? Die sagt, ich habe jetzt hier also einen Typ, meine Data, das ist ein Datentyp in der Regel, und diesen Datentyp kann ich repräsentieren als eine H-List von int, float und hanil. Das ist jetzt hier aus irgendwelchen Gründen, wenn jetzt der Compiler so ausgibt, ist das jetzt nicht inline, infix-Syntax. Also das ist im Prinzip genau der gleiche Typ wie hier, nur halt nicht mit infix-Syntax. Aus Gründen, die mir nicht so ganz klar sind. Genau, mit dieser Generic-Typklasse kann ich halt zwischen Sachen hin und her konvertieren. Und was eigentlich ziemlich cool ist, weil jetzt kann ich plötzlich anfangen und kann Funktionen schreiben, die sagen, gib mir irgendeinen Typ, für den ich diese Generic-Repräsentation habe, und dann kann ich da irgendwelche lustigen Sachen drin machen. Zum Beispiel jeden Int, der da drin vorkommt, um 1 erhöhen. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine quatschige Sache, aber es gibt auch richtige Use Cases, und zwar kann ich dann zum Beispiel Serialisierung und Deserialisierung automatisch machen lassen. Also angenommen, ich will irgendwie mit irgendwie Daten auf die Festplatte persistieren, mit JSON oder sowas, und habe aber keine Lust, jetzt von Hand irgendwie JSON, Encoder oder Decoder zu schreiben, dann kann ich einfach sagen, ich schreibe einmal einen Algorithmus, der mit beliebigen H-Lists umgehen kann, und die dann einfach in irgendeiner bestimmten Repräsentation ablegt. Es gibt in Shapeless auch die Möglichkeit, diese Feldnamen zu behalten. Also, dass dann in der Repräsentation dann auch dieses X und Y drin steht. Das können wir mal ausprobieren. So. Genau, dann steht also hier, stehen hier diese, man sieht es hier so zwischendrin noch mit, dass da diese Feldnamen mit drin sind. Zum Beispiel jetzt mal sagen, Punkt. Das
Das ist gleich mein Compiler gecrashed. Rechts oben müsste so ein Rot oder so. Exception during Macro Expansion. Macro Expansion. Okay, das ist ein REPL-Problem. Ich versuche das mal auf zwei Schritte zu machen. Also Markus sind auch noch drin. Ne? Ja, halt. Okay, jetzt hat es funktioniert. Und man sieht, dass diese Strings sind nicht im Wert mit enthalten, sondern die sind rein im Typ mit enthalten. Jetzt könnte ich dann also hergehen und könnte sagen, ich erzeuge jetzt ein JSON-Dokument, was dann irgendwie zum Beispiel so aussieht. Irgendwie x Doppelpunkt 1 y Doppelpunkt String oder irgendwie sowas. Ja? Und dann brauche ich diesen Serialisierungsalgorithmus, um mein einziges Mal zu schreiben, der mit beliebigen Edge-Lists umgeht, dann kann ich da beliebige Datentypen reinstopfen und dann funktioniert das dann hinterher. Was ist eigentlich dieses Generic jetzt, was du da erzeugt hast? Dieses Generic ist einfach nur ein Objekt, was weiß, wie ich zwischen diesem konkreten Datentyp und dieser Age-List-Repräsentation konvertieren kann. Proxy oder Haskell? Nee, hat mit Proxy nichts zu tun. Das ist einfach nur ein paar von Funktionen. Eine Funktion, die nimmt so ein MyLittleData und konvertiert es in eine Age-List und rückwärts. Das nennt man ein Generic. Das ist einfach, so heißt, also das ist ein Isomorphismus, ja, und das ist ein spezieller Isomorphismus, den nennen wir Generic. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie, also das ist ein Begriff aus der Literatur, man nennt das Generic Programming. Also man nimmt einen Datentyp und zerlegt ihn in seine generischen Bestandteile. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch eine tieferen Grund gibt. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob du das antworten willst später, aber du hast uns gezeigt, dass wir irgendwie so eine Funktion schreiben können, wo wir quasi auch bestimmte Typen unterscheiden können, wie wir das behandeln. Ja. Aber was in der Ageless steht, und jetzt haben wir dieses Generic, was von einem konkreten Typ zu einem Ageless übersetzt wird. Genau. Wenn zum Beispiel eine Funktion, das ist, was ein JSON aus einem Ageless macht, und du schreibst da, wie du Strings behandelst, wie du Ints, Floats, ja, und so weiter behandelst, und dann gibst du darüber einen konkreten Typ, der etwas hat, was diese JSON-Encoding-Funktion nicht behandelt. Würde das zu Laufzeit oder zu Compile sein? Zur Compile sein. Ich habe dann auch noch ein Beispiel, wie man das damit handelt. Genau. Wir können das allerdings auch natürlich vorziehen. Ich habe jetzt noch ein anderes Thema, aber das von der Reihenfolge her spielt eigentlich keine Rolle. Und zwar gibt es in Scala auch dieses Konzept von Typklassen. Also ich kann genauso gut auch eine Typklasse für zum Beispiel Monoide machen oder für Show oder für alle möglichen anderen Sachen. Und in Haskell ist es ja auch durchaus üblich, dass für so Encoding, Decoding Sachen auch Typklassen angegeben werden. Und da gibt es ja in Haskell auch dieses Deriving Keyword, was im Prinzip, was ich direkt hinter einem Datentyp schreiben kann, dann versucht der Compiler halt mir irgendwie die Instanz für mich zu definieren. Und da wird sicherlich dann Lukas noch drauf eingehen. Nur so viel dazu, in Scala ist es so, dass das alles komplett in Bibliothek implementiert werden kann. In Haskell nicht vollständig, da ist einiges im Compiler fest verratet. Ja, wir sehen jetzt uns gleich mal an, wie das läuft in Scala. Also wie sieht das mit der Typklasse aus in Scala? Also hier ein Monoiden zum Beispiel. Was ist ein Monoid? Ein Monoid hat einen Nullwert, ein neutrales Element und es hat eine Append-Funktion. Ich kann also zwei Werte zu einem neuen Wert kombinieren. Das ist erstmal ein wunderschöner Monoid. Und interessant, wenn man jetzt auch noch die Gesetze angeben könnte dazu, gell? Oh. Du willst einen Kommentar machen. Genau, also wir sind jetzt mal, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt einfach so. Du bist gleich hier selbst. Das ist ein völlig gültiger Monotyp, eine völlig gültige Monotyp-Klasse, ja. Okay, in Scala ist ein Trait jetzt im Prinzip so ähnlich wie ein Interface in Java, nur besser. Und was auch noch so eine Spezialität von Scala ist, dass es sogenannte Singleton-Objekte gibt. Jetzt denkt sich natürlich alle so, oh, Gang of Four Design Patterns, Bullshit, was will ich mit Singletons? Aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein Modul. Ja, also ich kann hier noch zusätzlich zu dieser Monoid-Typ-Klasse noch bestimmte Funktionen mit unterbringen. Und wenn ich so ein Trait und so ein Object mit dem gleichen Namen habe und in der gleichen Datei definiere, dann wird das vom Compiler in gewisser Weise speziell betrachtet und dann kriege ich einige schöne Dinge für geschenkt. Ich schaue jetzt mal kurz an, was ich jetzt machen kann. Also ich könnte zum Beispiel jetzt diese Monoid-Typ-Klasse für Integer implementieren und also zum Beispiel sagen def int Monoid, ich wäre jetzt ein Monoid für int
Also ihr seht schon, die Zeremonie, um so Instanten zu definieren, ist ein bisschen mehr als ein Haskell, aber man kommt schon damit klar. Gebe ich also das Ding an, es gibt so eine experimentelle Spracherweiterung, mit dem man dieses Ding hier weglassen kann, die Typ-Annotation. Das existiert in irgendeiner Branch von dem X-Maintainer von Scala Compiler. Aber das noch nebenbei. Das ist so eine schöne Forschungssprache, aber keine Business-Anwendungssprache. Viele würden es genau andersrum sehen. Ja, wenn du Java, dann kann was mit Java tun. Ja, du musst halt, um es praktisch anmerken zu können, musst du halt mehr wissen, als wenn du Haskell programmierst. Also wirklich. Du kannst doch einfach Java programmieren an jeder Stelle. Ja, aber du kannst die Hälfte der Bibliothek nicht benutzen. Oder du musst halt irgendwie Copy-Paste schauen und so lange machen, bis es funktioniert. So lange die Annotation. Was du also damit sagen willst, du musst mit der Sprache lernen, bevor du sie benutzt. Nein, du musst mehr lernen als für Haskell. Das ist ja das Krasse. Ich behaupte das Gegenteil. Du behauptest gerade, dass Scala eine bessere Lernkurve hat als Haskell. Eine schlimmere. Ich habe zuerst Scala gelernt, um von seinem Wort zu lernen. Ich behaupte, dass das jetzt off-topic ist. Weil du gesagt hast, dass da hier irgendwie ein Singleton ist, an dem denn irgendwas mutable ist. Da ist nichts mutable, nein. Okay, dann macht's ja. Das ist einfach nur ein Modul, in dem jetzt irgendwelche Funktionen drinstecken. Und jetzt kann ich mir so ein Monoid irgendwie herholen aus dem Äther. Also ich kann gerade sagen, gib mir bitte diese Instanz jetzt. Es gibt irgendwie Leute, die bevorzugen dafür, die haben da so ein Alias, die nennen das irgendwie Summon. Summon the Underworld. Genau, jetzt kriege ich halt diesen Monoid hier und kann dann irgendwie zum Beispiel Ethereum sagen, so, oh, spannend, das habe ich diesen Wert wieder ausgekriegt. Genau, und wir kürzen das jetzt ein bisschen ab, weil ich nämlich hier ein bisschen was vorbereitet habe. Genau, ich will euch jetzt nicht langweilen mit dem ganzen Code hier. Mal ein bisschen was auf. So, was ist jetzt hier mit dabei? Haben wir erstmal noch eine Instanz für Strings, also wie wir Strings irgendwie miteinander kombinieren können. Und jetzt mache ich so eine Sache, die kommt jetzt aus Shapeless. Ich weiß, das erinnert schon wieder ein bisschen an Spring mit den langen Namen. Aber der Punkt ist, das ist sehr deskriptiv, was es, ich kann das kurz erläutern, was es ist. Objekte, die so heißen wie ein Trait, nennt man in Scala Companions. Und das ist jetzt ein Ding, was aus einem Companion weitere Funktionen hinzufügt. Ja? Dann ist das ein Companion für eine Typklasse. Und dann ist das im Prinzip nur eine Typklasse, die weiß, wie sie mit Produkttypen umgehen kann. Also wie ich im Prinzip, wie ich für Age-Listen diese Typklasseninstanzen herholen kann. Denn es gibt nämlich in Shapeless eine Typklasse mit Namen Typklasse. Also zum Beispiel hier Product Type Klasse, weil das eben meine Typklasse ist, die weiß, wie sie mit Produkten umgehen kann. Und was sagt das jetzt aus? Das sagt aus, angenommen, ich habe jetzt einen Datentyp, der besteht aus mehreren Feldern. Ja? Und ich weiß, wie ich jedes einzelne Feld dass es ein Monoid ist. Dann kann ich auch ein Monoid bilden für den gesamten Datentyp. Das nennt man üblicherweise in der Mathematik punktweise Addition. Also ich hab ein Paar und dann habe ich noch ein Paar und dann kann ich die ersten Elemente addieren und die zweiten Elemente addieren und dann bekomme ich ein neues Paar heraus. Und das kann ich natürlich für beliebige Arität machen, für Triple machen, für Quadruple und so weiter und so fort. Und in Shapeless kann ich es insbesondere eben auch für Agelists machen. Dann muss ich eben angeben, okay, was ist denn der Monoid für den leeren Fall, für das Nulltupel? Beim Nulltupel ist es egal, da gebe ich einfach immer das H0 wieder zurück. Ja? Und dann muss ich noch überlegen, wie sieht es denn aus, wenn ich einen Produkttyp habe, also wenn ich ein Monoid für den linken Teil habe und ein Monoid für den rechten Teil, wie kann ich diese Teile miteinander zusammen kombinieren? Man muss jetzt nicht im Genauen nachvollziehen, was jetzt diese Typen sagen, aber im Prinzip sagt man aus, ich appende zuerst den linken Teil hier und dann appende ich den rechten Teil und dann wurstle ich das dann irgendwie wieder zusammen. Und dann muss ich noch wissen, wie ich da so einen Isomorphismus anwenden kann. Das sind aber nur Implementierungsdetails. Und jetzt kann ich nämlich ganz tolle Sachen machen. Jetzt kann ich mir nämlich zum Beispiel ich mache jetzt Grafikprogrammierung. So, und jetzt kann ich hier so ein Magic, das ist wie so eine Art Marker hier hinschreiben.
Und was jetzt hier passiert ist, ist, der Compiler hat dieses Ding gesehen. Sagt er, okay, ich möchte also jetzt aus dem Äther, möchte ich mir jetzt bitte mal eine, also ich frage das Universum nach einer Typklasseninstanz Monoid Vektor 2. Und der Compiler sieht, ah, da ist ja irgendwo Shapeless, also rufen wir bei Miles 7 an, wie, was der so eine für eine Instanz nicht auf Lager hat. Und was dann in Temp passiert ist, sagt er, okay, dieser Vektor 2, ah, da ist ja so ein Paar, also kann ich den in der H-List konvertieren. Dann gucke ich nach, das sind zwei Ints, hier habe ich ein Monoid. Dann kann ich da die verwursteln, dann kann ich da wieder eine H-List draus bauen, dann kann ich diese H-List wieder in den Vektor 2 zurück umwandeln. Und das sieht dann so aus. Tada! Und ich habe nirgendwo explizit eine Instanz von diesem Typ angegeben. Wenn ich in Eclipse da jetzt drauf Control klicke, wo lande ich? Auch in Enter? Da landest du, keine Ahnung, in irgendeinem von den Zirkeln. Also es geht jetzt quasi über die Summen- und Produkttyp abstrahiert, oder? Genau. Aber da muss man wirklich mit Skala-Typklassen arbeiten, dass es geht. Also mit irgendwelchen Objekten geht es wahrscheinlich auch irgendwie, oder? Was meinst du mit Objekten? Aber man kann ja nicht Typklassen, sondern man kann ja algebraische Datentypen emulieren durch Case. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Genau, wenn du jetzt irgendwie kein ADT hast, sondern ein Objekt, ein ganz normales Java-Objekt. Dann geht es in bestimmten Fällen, wenn das Objekt eine bestimmte Form hat. Also im Prinzip, wenn es moralisch einen Datentyp ist. Wenn man es mit einem Isomorphismus ja. zu einem ADT machen also, kann. Das Problem ist, dass das ist tatsächlich ein Problem, dass Leute Case-Classes haben, die mehr als 22 Felder haben. Wow. Und dann greifen bestimmte Sonderwarnungen des Compilers nicht mehr, aber okay, Shapeless kann es immer noch verwursteln. Das ist halt für die Runtime nicht mehr so gut wahrscheinlich, also für die Laufzeit eher. Ah, die JVM hat schon schlimmere Sachen. Just in Time macht das alles. Nicht unbedingt, aber also es läuft. Du hast hier jetzt ein Ausfluss, dass irgendwann weint, alles sehr wichtig. Ja, und auch Hotspot, also die JVM weint. Also, wie gesagt, man kann jetzt hier diese Sachen sich schön zusammenklicken. Und man kann das auch so machen, dass man dieses Instance weglassen kann, dass es alles komplett automatisch geht. Ich will natürlich noch vielleicht hier noch einen entsprechenden Sicherheitshinweis machen. Was hier intern passiert, hier passieren intern relativ viele Sachen. Also in der Runtime wird dieses Ding in der H-List konvertiert, dieses Ding in der H-List konvertiert. Da werden da irgendwie so mehrere Lookups, mehrere dynamische Methoden-Dispatches gemacht. Also werden mehrere P-Tables nachgeschaut. Und man feststellt, okay, ich muss jetzt irgendwie diese Funktion aufrufen und bla 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 bla. Dann wird es wieder zurückkonvertiert. Das ist natürlich ziemlich inkonvertiert. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wofür das extrem gut geeignet ist, wenn du einen Prototypen machen willst. Du hast irgendwie eine Datenbank und da sind irgendwie so 20 verschiedene Tabellen drin. Dann willst du nicht anfangen, das alles von Hand hinzuschreiben, sondern schreibst du deine Case-Klassen runter und dann geht diese Magie automatisch. Und dann, wenn du den Prototypen fertig hast und die Profile hast und weißt, welche Klassen besonders häufig konvertiert werden müssen, dann schreibst du es von Hand. Aber es ist eigentlich so, dass, also wenn man jetzt irgendwie so numerische Berechnungen machen will, dann will man irgendwie so mehrere hundert Floating-Point-Operationen machen, dann will man die natürlich nicht in irgendwelchen 10.000 Objekten verschachteln, verstecken, ja, ist klar. Aber für Prototyping ist das extrem hilfreich. Also genau, dass du wenn du irgendwelche Stellen hast, die ziemlich viel Code sind, aber ziemlich wenig Aufrufen sind, also ziemlich selten, dann kannst du es auch benennen, ja. Dann die Laufzeitprobleme wird dann eher kein Problem. Ja, du kannst ja doch auch Typklasseninstanzen über Makro generieren, die dann keinen Laufzeit-Overhead hätten. Ja, aber dann hast du halt das Problem, dass du dann für jede Typklasse das Makro implementieren müsstest, oder? Bin ich das falsch? Für jede Typklasse. Für jede Typklasse müsstest du einen Datentyp. Nein, du müsstest für jede Typklasse, die du bereitstellen willst, ein Makro schreiben. Oder? Ja. Der Witz hier ist, dass du das Makro einmal Miles geschrieben hat und dann musst du nur dieses Ding angeben und das ist, da kannst du für beliebige Typklassen machen. Das geht wirklich um Makro im Sinne von Expansion von Code. Ja, also das ist ein Hook, der dann vom Compiler aufgerufen wird, aber der ist auch nicht hart kodiert. Aber das führt jetzt zu den Implementierungsdetails. Und ich will nicht allzu viel von deinem Talk wegnehmen, vielleicht willst du dazu noch was sagen. Dass ich wollte es tatsächlich über das Hintergrund schreiben. Ja, dann ist Markus. Nachher, oder? Ja, in meinem Talk einfach noch dazu. Also
Ich kann kurz zeigen, mit welchem Aufwand man dasselbe mit Template Haskell erreicht. Also so Performance mit ColorJS oder so? Wir haben einen relativ guten, Full Program Optimizer drin. Und soweit ich weiß, ist der Performance Overhead zu wenn man JavaScript von Hand schreibt, nicht so wahnsinnig groß. Genaue Zahlen weiß ich nicht. Das für diese Sachen? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, ob es da Leute gibt, die das gebenchmarkt haben. Also ScalaJS ist tatsächlich relativ gut festzustellen, wenn irgendwas die Identitätsoperation ist. Und das dann irgendwie entsprechend auswerfen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe auch noch einen Punkt, also noch ein Beispiel, was ich zeigen wollte. Also nicht, dass ich jetzt denke, das ist jetzt so die Endfrage. Ja. Kannst du mal hochscrollen zu der Stelle, wo die Monoid-Instanz für Edge-Lists definiert wird oder so? Wir haben ja gerade diese Monoid-Instanz für den Vektor 2 daraus automatisch bekommen, dass jemand wird da erst in Edge-List der Länge 2 umgewandelt, dann wieder zurück. Und hier steht doch irgendwo, meine Frage ist, wo und zu welcher Zeit kriege ich Fehler, wenn ich jetzt hier irgendwas anders mache, wenn ich die Länge von dieser H-List ändere, wenn ich diese angebliche Appendix-Operation mache oder bin. Also wenn du hier was drin änderst, dann wird das direkt der Compiler abfangen, weil das eine relativ feste Struktur haben muss, was hier steht. Wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Float draus machst, wir haben kein Monolith für Float definiert, dann wirst du hier kriegen, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, warum jetzt diese Fehlermeldung kommt, aber kein Build. Das ist eigentlich relativ Quatsch, glaube ich, dass es hier so steht. Ah genau, jetzt ist es besser. Zwar kann ich hier kann ich ein Monolith für dieses Ding nicht finden, das liegt daran, dass ich kein Monolith für Float habe. Das heißt, das fällt an der Stelle schon auseinander. Woher weiß man, dass man das summoned aus dem Bereich des Bösen? Das definiert sich daraus, wie in Scala halt der implicit Scope definiert ist, also was halt alles im Scope ist. Und bei diesen Monoid-Sachen, also wenn man eben diese Companions hat, also wenn man einen Trait hat und dann dieses Monoid dazu, dann ist erstmal alles im Scope, was hier drin ist. Das heißt, dieses Ding ist im Scope, dieses Ding ist im Scope. Und dann kriegt man über dieses Teil noch das Makro in Scope, was die Kombination davon zu bauen vermag. Das ist halt etwas, was man wissen muss. Wo in Scala implizite Werte herkommen. Das ist auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so kompliziert. Also das ist im Prinzip die Grundregel. Wenn ich so eine implizite Instanz haben möchte, dann schaue ich alles an, was in diesem Typ drin vorkommt. Und es sind hier zwei Komponenten, nämlich Monoid und Vektor 2. Und dann schaue ich von diesen Dingen in die entsprechenden Companions rein. Also ich schaue in den Companion von Monoid und ich schaue in den Companion von Vektor 2. Und das ist im Prinzip die Regel. Es gibt noch ein paar andere Sachen, das ist das Zeug, das ich importiert habe, aber das ist so die Grundregel, mit der man so 90% der Sachen erklären kann, die passieren. So. Okay. Dann hätte ich jetzt am Ende noch eine kleine Sache. Und zwar geht es noch um Lenses. Lenses! Wer weiß, was Lenses sind? Wissen. Also die Idee bei einer Lens ist, das handelt ist ein Paar von Funktionen, einen Setter und einen Getter. Und eine Lens hat immer zwei Typen, nämlich einen großen Typ, irgendwie ein Objekt und dann einen Fokus von diesem Objekt. Also wenn ich zum Beispiel mir wieder diesen Datentyp anschaue, dann wäre jetzt das große ganze Objekt dieses ganze Teil, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt auf diesen String fokussieren. Und dann habe ich da eine Getter-Funktion, die mir aus dem großen Objekt diesen String rausgibt und eine Setter-Funktion, die ein großes Objekt nimmt, ein String und dann den String darin ersetzt. Und was ist so toll an Lenses, das ist glaube ich, dafür müssen wir glaube ich einen eigenen Vortrag machen, die sind irgendwie schön composable und alles, super toll. Da war ich glaube ich auch nicht da. Das war ein Mark 5. Ja, wie konntest du denn nicht da sein? Der hat das waren legendäre 100 Folien. Da habe ich keine Erinnerung dran. Alles verdrängt. Im Internet, es gibt Folien von einem Lens-Vortrag aus dem Köln. Das war Tim's Marken. Vielleicht war das genau diese Woche. Ja.
Nee, es gibt auch 5 Monate oder so. Ja, genau. Und zwar ist es natürlich jetzt irgendwie schön, diese Lenses zu haben, aber ich müsste die jetzt erstmal schreiben. Und in Shapeless kann ich mir für beliebige Datentypen diese Lenses automatisch generieren lassen. Und okay. da ist gar nicht so viel Makro-Kram im Spiel, sondern das geht tatsächlich relativ direkt. Und zwar gibt es dann hier so eine Lens-Funktion, die nimmt also diesen Datentyp als Argument, Medical Data. Und dann gibt es also so einen Punkt X, das entspricht genau dem X von, also das entspricht genau diesem X hier. Dann kriege ich jetzt hier so eine Lens raus und sagt also, ich habe jetzt also eine Lens, die schaut in das Objekt Medical Data rein und kann diesen Int hier fokussieren. Und dann gibt es das gleiche nochmal so lang. Beispiel so. Okay, und jetzt kann ich damit Sachen aufrufen und mir herholen. Oh, wie funktioniert das intern? Frag nicht! Also, es interessiert mich insofern, weil in Haskell ist es halt so, dass Lenses halt mit Template Haskell gebaut werden. Also es ist halt ein Makro im Prinzip. So, aber schauen wir mal hier. Nein, ich bin natürlich nicht. Moment, ich muss selber erstmal kurz schauen, was hier passiert. Weil du müsstest ja, so wie ich das sehe, also das ist nur für mich, das ist jetzt nicht für euch gedacht, weil das. Der Shapeless hat einen relativ speziellen Coding-Style, der ist natürlich extrem konsistent, aber für Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist es ziemlich schwer zu durchschauen. Im Prinzip ist das ein Prolog-Programm mit komischer Syntax. Und wenn ich das richtig sehe, geht das über dieses Label Generic, was wir gesehen hatten, was ich eingangs mal erwähnt hatte, wo also nicht nur ein Datentyp in eine Age-List umgewandelt werden kann, sondern auch noch die Feldnamen mit dabei stehen. Dislabeled, oder? Ja, genau. So funktioniert es. Also wenn ich das hier richtig sehe, sind hier nicht noch weitere Makros im Spiel. Ich kann mal schauen nach Makro. Es sind in dieser Datei keine Makros drin. Also. Okay, und jetzt kann ich dann auch entsprechend da modifieren. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich nochmal My Little Value anschaue, jetzt kann ich also auch sagen, xLens.modify und jetzt kann ich in diesem Ding hier eben die 1 erhöhen, also den Int inkrementieren und dann habe ich jetzt halt plötzlich einen 3 stehen. Und es gibt es zu Lenses gibt es auch noch ein komplementäres Konzept, das sind die sogenannten Prisms. Und bei Prisms ist es nicht so, dass ich in einem Datentyp, der nur aus einem einzigen Fall besteht, in einen Wert reinschaue, sondern da ist es so, dass ich in einem Datentyp, der aus mehreren Fällen besteht, also wie zum Beispiel Listen können entweder leer sein oder nicht leer, dann schaue ich in einen von diesen Fällen rein. Und du magst nicht komplementär, sondern dual, gell? Natürlich. Eine und Tupe. Das Dumme ist, man kriegt ja meistens immer nur die leeren Listen. Und das ist beziehungsweise, das ist glaube ich eigentlich hier auch schon kein Prism, was ich jetzt hier angelegt habe. Genau, und jetzt könnte ich also zum Beispiel sagen, gib mir bitte das Head aus dieser Liste, dann kriege ich halt ein Sum 1 raus. Und dann kann ich aber auch versuchen, auf das Head einer Lernliste zuzugreifen, dann kriege ich einen anderen auf. Und der Witz ist eben, dass diese Funktion hier aus dieser Lens-Bibliothek in Shapeless nichts über Listen wissen. Die wissen nichts über My Little Data Type, die wissen gar nichts. Die wissen nur, wie sie mit Age-Lists und einem bestimmten Summentyp hantieren können. Und dadurch, dass ich eben, es gibt in Shapeless so ein zentrales Makro. Und dieses eine zentrale Makro schaut sich eben Datentypen an und zerlegt die in Summen und Produkte. Und dann kann ich darauf gehen, dann muss es einmal laufen und dann habe ich diese Repräsentation, und dann kann ich darauf gehen, Algorithmen schreiben, die sich nicht dafür interessieren, wie die Struktur eines Datentyps ist, sondern der funktioniert dann halt einfach auf alle möglichen Dinge. Und das finde ich, ist schon eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ja, in Shapeless ist meiner Ansicht nach relativ schön in Scala integriert. Also es gibt viele Projekte, die das benutzen. Shapeless wird von ziemlich vielen Sachen benutzt, wo man es auch nicht erwartet. Und ja, also es ist schon jetzt 5 Jahre alt und dafür, dass es mal mit einem relativ speziellen Use Case angefangen worden ist, nämlich schauen wir mal, ob wir Scrappy Boilerplate in Scala machen können, hat sich, denke ich, einiges entwickelt und ich denke, die generischen Generic Programming in Scala, was wir mit Shapeless kriegen, ist mindestens genauso gut wie in Haskell, wenn nicht sogar besser, aber
Ihr habt jetzt selber die Gelegenheit, das mal zu vergleichen. Bei der Head Plus, wo steht das implizit drin oder explizit, was da optional zu bekommen beim Typ? Das ist einfach die Art und Weise, wie Prisms definiert sind. Okay. Bei Prisms ist es immer so, dass es optional sein kann. Also kann. Bei OpenMaß wäre nicht optional. Ja, weil bei Lenses ist bei Lenses so, ist klar, dass da immer, dass der okay, Wert ist ja, da. Das hat eine Fehler. In der My Little Data Type ist immer ein X drin. Aber in der Liste ist nicht unbedingt immer ein Head drin. Ja. Ich dachte, das ist immer das Gleiche. Wie kommt es denn hier die Syntax zum Komponieren vor dem optischen Es gibt eine Compose-Funktion. Okay, anders gesagt ist es üblich, sie zu kompilieren. Kann man schon machen, ja. Okay. Aber du musst diese Compose-Funktion aufrufen, ne? Ja. Weil diese coole Einsicht von der Netzbibliothek, die jetzt existiert, ne, von Quent, aber die Einsicht war nicht von Netz, sondern von Sparrowhofen. Genau, weil dass man eben auch den normalen Funktionsverkennungspunkt verwenden kann. Ja. So. Wobei das auch nicht nur Vorteile hat. Ja. Ja, man hat zum Beispiel deshalb Typsignaturen, die niemand versteht. Es geht schon, wenn man es ein bisschen einarbeitet. Ja, das hat ja auch genau, das aber das ist überall eines so. Eines der Hauptkritikpunkte ist halt, dass ich nicht nur Lenses miteinander composen kann, sondern quasi alles mit jedem. Ja. Der Compiler frisst das erstmal und dann, wenn ich es benutzen will, dann passiert halt irgendwas Komisches. Ja, aber irgendwie ist ja schon, weil halt das richtig rauskommt. Also mit der Typsignaturen erinnert man Sachen raus, die ich irgendwie. Ja, das könnte ich aber in Scala auch machen. Ja, das wollte ich jetzt noch sagen. Weil du kannst diese Compose-Funktion einfach überladen, wie hier. Du siehst also, du kannst die Compose für Lenz anbieten und Compose für Prism und kommt halt entsprechend das entsprechende raus, was du brauchst. Aber ich kann nicht diese Lenz mit irgendwas anderem komponieren und dann habe ich immerhin noch einen Das ist eine Lenz. Also die kannst du mit einem Prism kombinieren und kommt ein Prism raus. Also wie gesagt, es muss ein Optional sein, ja. Ich glaube, in Shapeless ist die Einsicht, dass ein Prism, ein echtes Prism, was kein Optional ist, relativ selten vorkommt. Man hat eigentlich fast immer Optionals. Ist das jetzt so eine Sonderkomponente im Scala-Universum? Also Shapeless wird sogar in Akka verwendet. Also insofern ist das jetzt nicht, also das ist irgendwie nicht so die Randgruppe der TDP. Nur Desky verwendet das selber? Nein, aber es gab schon mehrmals die Idee, die H-Lists aus Shapeless in die Standardbibliothek zu übernehmen. Miles wehrt sich vehement dagegen. Der ist so ein, also im politischen Bereich würde man libertär sagen, also so Small State, also so Small Settlement, so relativ wenig drin und alles Rest in diesen Bibliotheken. Und es gibt aber auch Leute, die sagen eher so Batteries included, also wir wollen irgendwie das Zeug drin haben, weil es eben wie gesagt im Scala-Ökosystem viele Bibliotheken gibt, die das benutzen, also ja, Akka, HTTP, was jetzt mit, was früher eigenständig war, Slick, was für Datenbankzugriff ist. Und die Leute, diese Bibliothek haben oftmals das Problem, dass sie kaum externe Dependencies haben wollen. Also Akka will zum Beispiel nicht auf Shapeless dependen. Was haben sie also gemacht? Sie haben Shapeless importiert in ihren Source Tree. Das ist dann halt irgendwie com.typesafe von Shapeless. Man braucht das, importiert einfach die JAR-Datei in den Server. Da kann ich noch eine kurze Anekdote dazu erzählen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja, ich habe ja lange Zeit am Scala-Z-Projekt mitgearbeitet und Scala-Z hat lange Zeit zum Testen die Specs-2-Bibliothek benutzt. Und Specs-2 wiederum hat für die Implementierung Scala-Z benutzen sollen. Natürlich ist es blöd, es gibt ja so einen Zyklus. Ne? Was dann der Output von Specs-2 gemacht hat, ist, er hat dann die Er hat dann eine frühere Scala-Z-Version genommen. Es gibt so Tools, die automatisch Pakete umbenennen, in Scharfhals. Hat das dann unter seinen eigenen Koordinaten auf Maven Central gepublished. Und konnte dann so eine Kopie von Scala-Z benutzen. Und dann konnten wir in Scala-Z das benutzen, sodass wir zum Testen von Scala-Z eine alte Version von Scala-Z gebraucht haben. Ja, und das ist dann aufgebrochen worden, dadurch, dass Scala-Z dann aufgehört hat, Specs-2 zum Testen zu benutzen. Aber das ist tatsächlich ein Problem, weil so Sachen wie Shapeless auch relativ zentral sind. Also das ist so. Shapeless hatte lange Zeit auch immer sehr experimentelle Compiler-Versionen benutzt, einfach um Sachen auszutesten, wodurch das Testing-Framework in Shapeless JUnit ist. Weil JUnit nämlich nicht von irgendwelchen abstrusen Scala-Compiler-Versionen abhängig ist, sondern einfach eine Java-Bibliothek. Ja? In Shapeless kannst du nicht sowas wie Specs benutzen. Weil Specs müsstest du das für diesen abstrusen Compiler kompilieren, veröffentlichen, dann kannst du es hernehmen. Aber JUnit ist halt immer da. Warum kannst du nicht zwei Compiler verwenden? Ja. Der Compiler ist eigentlich nur ein Library. So einfach ist es leider nicht.
So geht das leider nicht. Das ist Frage, es ist nicht in die Hälfte bis zu gut. Ja. Ich gehe davon aus, wie ich es gesehen habe, aber ich habe nicht so viel Kenntnisse in Zahlen, dass wenn die Lente die Setter nutzt, das gar nicht in der Öffentlichkeit mutiert wird. Ja, das ist richtig. Und weißt du vielleicht, wie das denn aussieht, wenn du ständig sowas machst mit den Lenses, kriegst du dann immer kopierte Objekte? Ja. Und okay, dann heißt es, das kann, wenn man das nutzt, dann kann das ziemlich aufwendig sein. Ja, wobei das der Punkt ist, dass da hatten wir vorhin mit irgendjemandem die Diskussion drüber. Doch, du hast es so angesprochen mit dem Garbage Collector von der JVM. Ja, genau. Der ist relativ gut darin, solche Sachen dann abzufangen. und insbesondere kann er auch Escape Analysis, das heißt, unter Umständen werden noch gar keine richtigen Objekte auf dem Heap, wenn es nur innerhalb einer Funktion ist. Aber da bin ich dann tatsächlich zu wenig JVM-Guru, um das beantworten zu können. Also ich sehe da die Möglichkeit, dass wenn du da quasi irgendwas etwas, du nutzt ein Zettel drauf und dann nutzt du dir das grünen Objekt nicht mehr, dann gibt es theoretisch Optimierungsmöglichkeiten. Aber ich gehe davon aus, dass diese Optimierungsmöglichkeiten nicht zurzeit nicht verwendet werden. Dass das einfach ein neues Objekt kopiert und dann Also viele Scala-Programmierer arbeiten nach dem Schema, Hotspot wird es schon richten. Hotspot wird es schon richten. Was nicht immer funktioniert, aber oftmals doch. Gut, dann würde ich Lukas die Bühne überlassen.